Mein Name ist Joachim Riffer von COMMIT e.V., Psychosoziales Zentrum für Geflüchtete in Brandenburg. Ich habe da mit Projektentwicklung, mit Beratung für Geflüchtete, mit Mitarbeiterfortbildung zu tun. Und sozusagen mein besonderes Engagement ist, dass ich in Brandenburg versuche, mit den Kollegen zusammen einfach die psychosozialen Versorgungsstrukturen zu verbessern. Das heißt, wir haben im letzten halben Jahr 10 Beratungsstellen für Flüchtlinge aufgebaut, machen dort mit Psychologen und Sozialarbeitern Beratung für traumatisierte Flüchtlinge. Darüber hinaus sozusagen ist es uns ein besonderes Anliegen, die Lebensverhältnisse von Geflüchteten in Brandenburg zu verbessern. Sie leben gewöhnlich in Wohnheimen und die Verhältnisse sind da nicht gut. Wir finden, da muss es einen Paradigmenwechsel im Land geben und die Menschen müssen in privaten Wohnraum untergebracht werden. Sonst leiden die Menschen darunter, die Kinder insbesondere. Und ich glaube, für die Integration wäre es besser, wenn sie in privaten Wohnungen sind, sozusagen Bildung verfolgen können, Arbeit aufnehmen können und eine gute gesundheitliche Versorgung haben.